schönen guten Morgen. Auch wenn ich 5 Minuten später war, bin ich nicht schuldig. Das ist Münchner Verkehr. Ich finde meine Rolle sehr wichtig. Wichtig deswegen, weil ich oft zu jungen Leuten spreche und denen die ganze Situation erklären kann, dass sie die Zukunft sind und dass es sehr wichtig ist, dass sie die Geschichte kennen. Die Nummer an deinem Unterarm ist blau wie deine Augen, wie der stumme Himmel über Novaki. Dein Bauch war geschwollen wie ein Ballon, als sie dich fanden im fernen Auschwitz. Niemand konnte glauben, dass du leben würdest, dass du zurückkehren würdest, um Zeugnis abzulegen für dein zerbrochenes Heim. Die Jugendherbergen sind Orte, wo man tatsächlich die Jugendlichen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass sie dort zahlreiche, soweit es noch möglich ist, Zeitzeugen einladen und uns die Möglichkeit geben, mit denen zu sprechen. Die Jugendlichen waren enorm aufmerksam, waren enorm konzentriert, waren vorbereitet, die wollten was erfahren, die haben sich bedankt, dass man gekommen ist, dass man geredet hat, dass man sie ernst genommen hat. Und das macht mir große, große Freude und Hoffnung. Ich bin super dankbar, dass ich das heute mitnehmen durfte in diesem Rahmen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil es wahrscheinlich nicht mehr lange möglich ist, wirklich mit betroffenen Menschen darüber zu sprechen und von deren Erfahrungen zu hören. Und das ist ein super Privileg, dass wir da heute aus erster Hand wirklich hören konnten, wie das für die Familien war. Es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man es irgendwie Bücher liest oder Bilder sieht, weil halt ja, ja, wenn man dabei war, das ist halt wie einfach ein anderes Gefühl, wenn man das dann hört. Mein Appell an die Jugendlichen heißt, gehen Sie mit offenen Augen durchs Leben. Seien Sie aufmerksam und schützen Sie unsere Demokratie, die sehr fragil geworden ist.